So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 1. Ich bin wieder zurück vom Urlaub. War ganz nett. Ja doch, war ganz nett. Also Usedom, ich war ja in Peenemünde gewesen, falls ich mal erwähnt habe, aber Usedom ist jetzt nicht gerade die Gegend, wo man unbedingt mal hin sollte, weiß ich jetzt spontan nicht, aber es ist nicht sehr viel los auf der Insel. Ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Es ist nicht sehr viel los auf der Insel. Also, das Raketenmuseum ist da. Klar, sehr interessant und so weiter. Aber nach dem Raketenmuseum waren wir viel. Also, die Insel, ja. Da war es das schon wieder. Die Truppen des Schweins greifen an. Ach ja, das Schweinchen kommt jetzt wieder. Schweinchen Babe. Was hat er denn? Ach, Baumeister. Nö. Ich hasse Baumeister. So viele Fernkämpfe habe ich nebenbei auch gar nicht, ne? Ich meine, ich habe Ballisten, einige, wie ich sehe, aber... Gut, ich könnte mir Pikiniere machen. Wenn ich Gold hätte. Ei. Warum habe ich kein Gold? Wir verlieren ein bisschen Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wir verlieren ein bisschen Gold. Hat etwa der Vergangenheits-Leo Scheiße gebaut? Mal wieder. Baut er keine Katapulte oder sowas? Doch, er geht nach oben lang. Warum ruckelt es gerade so ein bisschen? Das stört mich total. Hä? Willst du dich verarschen, Schweinchen, Babe? Ah, jetzt. Da hinten? Ah, die strecken die Köpfe rein. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wie die Leute in vorne in der Kirche, what? Warum springst du auf den Desktop, du scheiß Dings? Stimmt, weil die Aufnahme das nicht überleben kann. Doch, eigentlich hat sie die Aufnahme überlebt, okay. Ich muss aber zugeben, das Google geht mir extrem auf den Sack. Moment. Wenn ich mal darf. Wartet euch. So, irgendwie soll es, glaube ich, ein bisschen besser laufen. Hab das Spiel einmal neu gestartet. Ja, läuft viel besser als vorher. Ach, ein Sturmbock hat er, geht ja noch. Was für eine Spielgeschwindigkeit habe ich eigentlich? 40. 40 ist in Ordnung. Jetzt muss ich nachgucken. Ich brauche Gold. Gold kommt rein. Eine Kirche wollen die Leute haben, haben sie mir vorhin gesagt, ne? Hab nicht genug Gold für die Kirche. Könnte vergessen. Balliste, bereit. Wir geben unser Liste. Bereit, mein... Achtung! Was macht er da? Rumknabbern? Heiß wie die Hölle. Wie war es nochmal mit dem? Warum ruckelt es ständig? Na! Ich habe mich verbrannt. Ach so, da war das. Bitte schön. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Na, das Torhaus rammt eigentlich nicht wirklich ein. Ja, die Wege des Herrn sind meine Stoffe. Machen wir das Rechtsthema kaputt, bevor es zu sehr nervt. Wie kann ich helfen? Der Herr ist allgegenwärtig. Mit Gott. Was machen die jetzt eigentlich? Ihr könnt auf uns zählen. Gehen wir, Brüder. Ach ja, meine Apfelfarm zerstören. Ihr Säcke. Wir stehen zu euch. Na, ja, da müssen sie sich durchgenagt haben. Dieser Gestank! Die schwarzen Mönche sind bereit. Macht die Dinger, Leute, da kaputt, die Nerven. Ach ja, da oben machen sie auch mal die Jägerstände kaputt. Super. Gott sei mit ihnen. Wie ist nochmal der gute alte Spruch? Wenn wir schon die Burg nicht erobern, dann machen wir wenigstens davor alles kaputt. Nur der Herr kennt den Weg.
Ja, nur der Herr kennt den Arsch zum Weg, was? Den Weg zum Arsch, so. Was wünscht ihr? Das wird ihnen einheits. Der macht da weiter kaputt, ich guck zu. Wie kann ich helfen? Ihr elenden Schweine, ey. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Mit welcher Begründung? So. Ich glaube, Neuzhöhle hat es auch noch erwischt. Boah, jetzt ist der Typ wieder ein Mikrometer. Ach. Eure Beliebtheit sinkt. Der hat's doch durchgenagt. Harte Nuss. Muss man ihn ja lassen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. So, könnt ihr bitte alle sterben, damit ich jetzt endlich Scheiße zu Ende bauen kann. Mann. Was für Typen, ey. Wollen einfach nicht sterben. Wovon wir dieses durchnagen, ey. Schlimm. So. Ein Obstgarten hat's erwischt. Und eine Holzfälle hat's erwischt. So. Ihr könnt auf uns zählen. Na. Wir stehen zu euch. So. Dann brauche ich ein bisschen Personal. Ei. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ei. Unsere Schatzkammer leert sich. Hä? Unsere Schatzkammer leert sich. Haben die eine Hütte zermalmt? Ach! Die haben Hütten für mich zermalmt. Deswegen kommt da niemand mehr raus. Hab ich gar nicht bemerkt gerade. Okay. Ei. Die Holzköpfe. So. In Ordnung. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Rekruten, Sire. Eisen brauche ich ja gar nicht, oder? Nö. Ihr habt nicht genügend Güter. Unser Werkzeug ist bereit. Dein Werkzeug, sehr gut. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, irgendwie. Ich meine, ich habe ein bisschen was über Urlaub fantasiert und irgendwie, habe ich dann währenddessen leicht verloren. Irgendwie so, ja. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Dann machen wir mal ein paar mehr. Ja, ich habe halt keine. Warum habe ich eigentlich keinen Lederhersteller? Ich brauche Kuhleder. Hier drinne. Ja, why not? Geht die Produktion ein bisschen schneller, ne? Pass auf, mach ich's mal dahin. Und dann hier ein, zwei. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. So. Eine Truppe des Schweins, ja? Wildschweinchen Babe also wieder fliegen lernen. Nee. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Und los! Was hab ich immer gesagt zum Fliegen lernen? Das ist nichts für dich, weil du zu fett bist. Aber er wollte nie auf mich hören. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Hör auf zu lügen, da waren noch vorhin zwei. Eure Lordschaft? Und... Marsch! So. Was macht der denn da? Hitlergruß? Alter! Priester! Keine Steuern! Das ist eine angenehme Veränderung! Jetzt brauchst du auch nicht mehr rauszureden! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnad. Pfe.
Nationalsozialistische Priester, der Wahnsinn. Die Truppen des Schweins greifen an. Ist ungefähr das von vorhin, nur mehr. Und ohne... er hat ein paar Fernkämpfer. Und er schlachtet wildlos Hasen ab. Alter, das ist brutal. Nun gut, ich habe ganz viel Weizen. Kann ich aber nicht verkaufen, ne? Na, dann ist dem so. Wie weit sind wir eigentlich in der Mission schon? Dauert noch gut. Ja, ist nicht mal getroffen. So gar nicht. Ich meine, wenn der feindliche Ballista auf mich schießt, sie trifft direkt mit den ersten Schüssen. Immer. Immer. Sire? Die dürfen jetzt, glaube ich, zwei Sturmböcke sein, wenn ich es richtig sehe. Ich habe einen Schrottkolbe erwischt. Ein Baumeister. Baumeister töten ist immer gut. Na, was bastelt der denn? Trieböcke? Wir geben unser Bestes. Immer wieder Sturmböcke. Waffen geschultert! Ladet nach! Hauen wir die Dinger mal weg, bevor sie mich zu sehr nerven. Ich meine, wenn man sich voll drauf konzentriert, gehen sehr schnell kaputt. Kurzer Prozess! Dann ist er an ganzen drei Salven weg. Nein, hör auf damit. Pfui, böse. Aus! Jetzt soll das sein! Bin zur Stelle! Noch geht die schießen. Gib uns eine Aufgabe! Alles Gute kommt von oben! Wie können wir helfen? Wie wär's damit? Oh Mann, ist das fies. Aber hey, meine Beliebtheit steigt. Also muss es ja irgendwelchen Leuten gefallen. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Ach nö. Ach nö, ist nicht dein Ernst. Liebe Spongio, man kann dem Eichwings wie alles kaputt. Zu Diensten. Kommt mich ein, ich bin fett, ich bin das Schwein. Vorwärts, Pikiniere. Mein Gott, was freue ich mich, wenn ich das Schwein kaputt hauen kann, endlich. Alter, reißt erstmal alles ab. Uns entgeht niemand der Pike aufgelernt. Frühjahrsputz habe ich noch nicht bestellt. Na, wer spießt am meisten auf? Auf dem Weg. Ja, vor allem nur noch drei Leute und, naja, ich greife mal weiter an, ne? Macht alles extra. Macht alles extra. Nur damit er mich weiter kaputt machen kann. Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen. Muss nicht so einen Angriff auf eine Burg vorstellen, ne? Alle voll motiviert. Da kommt die eine Hälfte an und denkt sich, nö, ich reiß nur Gebäude ab. Wie jetzt so? Stimmt sich mit? Nö. Aber gern. Ja, komm. Es sind nur noch zwei. Die rennen jetzt zu meinen Pechgruppen. Sehr witzig. Merkt da irgendwo einer? Euer Gnade. Was machst du denn da? Vielleicht. So ein Pech aber auch. Gut zu wissen, dass Steinfeuer frisst. Ja, wer spießt am meisten auf? In Ordnung. Der Feind ist bezwungen.
Vorwärts, Pikiniere. Schön, hast alles wieder kaputt gemacht, Schweinchen. Lass mal sehen. Obstgärten. Hat er mehr als zwei eingerissen oder eins? Ich glaube, zwei hat er mehr eingerissen. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, wegen schlechter Bevölkerung und so. Vielleicht erhöhe ich die Mauer einfach mal hier zur Seite hoch, damit die nicht mehr da durchmarschieren können. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, die Idee. Ich glaube, drei Holzfälle tun es auch erstmal. Ja, wohl, dann kommt der ganze rum, ist auch doof. Steine. Hat sich wieder durchgenagt. Ein einzelner. Den keiner bemerkt hat. Ja. Nun gut. Kann ich mehr produzieren? Ja. Eine Botschaft des Schweins. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Hast du gerade gepupst oder was? Alter. Ist das ein ekelhaftes Schwein, ne? Mein Herr? Na, die Hälfte haben wir schon mal. Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir es den nächsten Part schaffen. Mir fällt auf, ich produziere keine Steine, ne? Weil die da unten sind. Aber ich sage, ich brauche keine Steine, ich brauche irgendwie Geld. Eure Beliebtheit steigt. Ja, habe ich Geld? Nö. Scheiße, ich habe keine richtige Einnahmequelle. Das ist ein doof. Oh, ich habe übelste Nahrungsproduktion. Wenn ich Platz dafür hätte. Da passt doch hier einer hin. Hier, da. Ja, was denn? Irgendwie muss ich ja Geld dran bekommen, oder? Ja, Moment. Ach, Mann. Jetzt, wo mittlerweile Sommer angekommen ist, ist meine Nase ständig so am Jucken und am Schniefen und ekelhaft. Pollen und so. Ist ganz schlimm, Leute. Pollen sind ganz schlimm. Ach, bin zur Stelle. Eure Befehle? So. Können wir nicht höher gehen mit der Produktion? Na klar, können Gold wir das. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Hab jetzt ein bisschen mehr Nahrungsmittelproduktion und solange das Schwein nicht angreift, kann ich da auf dem Stand bleiben. Aber wenn es angreift, mir wieder alles ab. Warum baue ich die Hütten eigentlich nicht nach innen? Ist doch viel besser. Na, mache ich mir hier zwei Hütchen hin und die reiße ich einmal ab. Oh, jetzt habe ich eine Überbevölkerung. Nicht mehr. Achtung! Achtung! Ist doch viel besser, so kriege ich zumindest keine Überbevölkerung mehr. Überbevölkerung bringt ziemlich schnell Unruhe rein. So. Ja, Steine kann ich ein paar gebrauchen. Die Kirche wollten die Leute haben, ne? Beliebtheit? Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, Religion minus 1, weil ich keine Kirche habe. Aber mir fehlt auch der Stein und das Gold sogar, also... Kann ich einfach die Kapelle hier abreißen und dann ist ganz gut. Und ich sehe es kommen, wenn die Küche da ist, wollen sie die Kathedrale haben. Ist eigentlich ein Missionsstil? Nö, ist einfach nur Überleben. Naja, solange es nicht wie bei der Vergessenen Saga ist, wo ich, keine Ahnung, noch 500 Schwerter nebenbei produzieren muss, ist alles in Ordnung. Hä? Das Volk liebt euch, my Lord. Ach so, bestimmt, weil ich mal gerade zwei Nahrungsarten hatte. Ah. Na dann. Achtung! Bin zur Stelle!
und los! Vorwärts! Vorwärts, jo. Was ein Spruch.